Es knackt oder knistert im Ohr beim Schlucken oder Gähnen. Meistens ist eine akute Tubenbelüftungsstörung aufgrund einer Erkältung oder Allergie die Ursache. Dann ist die eustachische Röhre zugeschwollen, die die Nase mit dem Ohr verbindet. Das Mittelohr wird nun nicht mehr ausreichend belüftet und es kommt zu einem Unterdruck. In der Folge nehmen Betroffene ein hörbares Knacken und Knistern wahr. Denn während Geräusche von außen abgeschirmt werden, hören Betroffene die eigenen Geräusche lauter, die beim Schlucken natürlicherweise entstehen. Auch eine chronische Nebenhöhlenentzündung, Polypen in der Nase oder vergrößerte Rachenmandeln bei Kindern können eine Tubenbelüftungsstörung auslösen. Treten die Ohrgeräusche ohne Erkältung oder Allergie auf oder halten an, ist immer ärztlicher Rat gefragt. Denn es können auch andere Erkrankungen dahinter stecken. Beispielsweise können Probleme mit dem Kiefergelenk oder der Halswirbelsäule ein Knacken im Ohr auslösen. Manchmal liegt auch ein Verschluss der eustachischen Röhre vor oder eine klaffende Tube, bei der die Ohrtrompete vorübergehend oder dauerhaft geöffnet ist. Ebenso können Muskelzuckungen im Gaumen oder Ohr zu Ohrgeräuschen führen.